Danke fürs Anhalten. Klar. Was ist los? Da vorne ist was passiert. Ein großer Unfall. Wir mussten die Straße sperren. Ah, klar. Wir leiten den Verkehr durch Little Hope um. Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Ein kurzer Umweg wird Sie wohl nicht groß stören. Fahren Sie ostwärts. Geht direkt durch Little Hope. Das dauert so auch nicht viel länger. Diese Medaille ist doch jetzt wirklich blank genug. Wie lange bist du nüchtern? Das genau 3 Monate. Respekt. Die ersten 90 Tage sind ja am schlimmsten. Hab ich gehört. Ist vielleicht komisch, aber die Medaille hilft mir dabei durchzuhalten. Das ist der falsche Weg. Nicht schlimm, nur ein kleiner Umweg. Das ist schlimm. Beruhig dich, alles wird gut. Oh, hey. Bitte, John, nicht in diesem Ton, ja? Etwas leiser, bitte. Hör auf, James! Du weißt doch, wie ich es hasse, wenn du mich nicht ernst nimmst. Komm schon, Schatz, das tue ich. Ich hatte nur einen harten Tag. Wundert es dich, dass sie wieder streiten? Mich nicht. Betrunken. Wie überraschend. Ich habe nur mit den Jungs das Spiel angeschaut, sonst nichts. Ach, sonst nichts? Von wegen? Man munkelt, es könnten Jobs gestrichen werden. Die Fabrik... Das sagst du schon seit Jahren. Ich sorge mich mehr um Megan. Was ist mit Megan? Sieht doch okay aus. Klar, nach 10 Bier wirkt alles okay. Reverend Carson hat sie heute wieder gebremst. Ist die 4. Woche. Da stimmt was nicht. Es ist ernst, James. Du machst dir zu viele Sorgen um sie. Da habe ich jetzt keinen Nerv für. Ganz was Neues. Du hast für nichts den Nerv. Wann wäre es denn recht? Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Was soll denn das jetzt schon wieder? Um nichts? Allein unsere Familie zusammenhalten Familie. Ist ja etwas mehr als nichts. Du könntest mir ruhig helfen. Tja, wenn wir eigene Kinder hätten, wären wir vielleicht glücklicher. Das ist so gemein von dir. Siehst du nicht, wie schwer das für mich ist? Du bist nicht die Einzige, die Probleme hat. Die Sache mit der Fabrik ist ernst, Anne. Wirklich ernst. Nicht jetzt! Nicht heute. Bloß nicht. Tanja ist spät. In letzter Zeit ständig. So, liebe Freunde, da geht's schon los. Lass sie in Ruhe. Sie kommt immer zu spät. Komm, lass sie in Ruhe. Wenigstens einer von uns genießt das Leben. Gönn es ihr. Aber ihm gönn ich's nicht. Der Kerl tut dir nicht gut. All das hippige Fasel. Als sei er in einer irren Sekte. Er war letzte Woche hier. Wir haben eine Weile gequatscht. Ich mag ihn. Das ist ein Klassiker. Legendäre Platte. Nimm deine Pfoten da weg. Na, Kleine? Ey, du Depp, passt du wohl auf die Platte auf?
Sei kein Arsch, war keine Absicht. War keine Absicht. Du musst nicht so grob zu ihr sein. War keine Absicht. Megan tut immer so, als sei es keine Absicht. Scheißeis. Number one dead. Ich werde durch das Fenster klettern, wenn die Tür nicht bald repariert wird. Wie läuft's? Lass mich raten. Er ist nüchtern wie immer. Seit Dad nach Hause gekommen ist, streiten sie sich. Hallo Lucy. Hallo Ruckel. Ich bin es, Antonio. Antonio! Entscheide dich geschwind! Worum geht es diesmal? Es geht um einen tollen Vater. Hat fast die Haustür eingerannt. Ist er nicht super? Sie streiten sich doch andauernd. Es wird schon langweilig, wie sie wieder und wieder dasselbe sagen. Dennis, zum tausendsten Mal räum endlich mal deinen Krempel auf den Dachboden! Hey, genau, Dennis. Mehr Respekt! Das ist kein Krempel, sondern eine teure Kunstsammlung. So. Dann? Tada. Dann kann es natürlich rumliegen. Sie hätte einen tollen Feldwebel abgegeben. Was ist denn mit dem los? Typisch, Dennis. Das ist Dennis, wie er lebt und lebt. Er ist ganz er selbst. Wie überraschend. Hey, Dennis. Hey. Nicht jetzt, Schwesterherz. Hey, spinn hier nicht so rum. Es geht los. Hast du mich auch bestimmt nicht erschrocken? Ihr habt über mich geredet. Nicht jetzt, Megan. Ich möchte meinen Vollbart genießen. Was, ihren Vollbart? Vollbart zu entfliehen. Okay. Genieß mal. Ich genieße den auch immer. Das ist halt kein Halbbart, sondern ein Vollbart. Nee, das ist ein Vollbart. Das ist klar. Boah, die erinnert mich so an Lucius, hieß es, glaube ich. Stimmt, ja. An den Jungen. Genau. Mhm. Vielleicht redest du mal mit ihnen. Ich will mich da lieber nicht einmischen. Ich werde nur wieder jemanden verärgern. Es klang ernster als die üblichen Streitereien. Sie redeten über Megan. Sie hat was angestellt. Okay, Mann. Das überrascht mich nicht, weil Megan ist mehr als nur eine Schraube locker. Ich verstehe nicht, warum alle auf ihn rumhacken. Megan nervt. Okay, du edelster aller Ritter. Ja. Wo ist die Kleine denn überhaupt? Hey, hör mal zu! Besser wär's wohl, Megan allein zu lassen. Als ihre große Schwester habe ich die Pflicht, nach ihr zu sehen. Ja, klar. Sie hat richtig Bock drauf. Hättest du hier das Sagen. Sie ist nach oben. Ich finde sie. Sie nimmt bestimmt einen Vollbart. Sie, genau. Ich glaube, wir sind getrennt. Bis gleich. Oh! Ja, Freunde, das ist das Prinzip. Ihr kennt es aus The Devil in Me. Wenn wir getrennt sind, dann ist Lucy gemutet und so auch ich. So, halte linke Maustaste gedrückt zum Aufheben von Objekten. Benutze Maus zum Untersuchen. Manche Aktionen verraten dir Geheimnisse. Und ihr entdeckte Geheimnisse werden im Bereich Sammlungen und Charaktere angezeigt. Okay, dann zeige ich mal hier. Was haben wir hier? Eine schöne Schachtel. Streichhölzer. Aber die verbirgt kein Geheimnis, wie es aussieht. Oh Gott, Quicktime schon? Jetzt schon? Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja? 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 Boah, wie lange geht das? Ich hasse es! Ja,
Alright. Alright. Pass besser auf deine kleine Schwester auf. Mom macht sich echt Sorgen um sie. Hä, bin ich ja trotzdem jetzt gescheitert. Egal. Warum bloß? Beruhigend. Tanja sieht nach ihr. Schon okay. Tanja sieht gerade nach ihr. Wir könnten wie eine heile Familie sein. Ihr seid so eine verdammte Satansbrut. Was? Soll das heißen? Sieh nach Tanja. W zum Bewegen, ja. Ich spiele das Ganze, wie ihr seht, mit Tastatur. Ich glaube, Lucy spielt es mit Gamepad. Wir können auch sprinten, schneller gehen. Alter, die Schlackhosen. Hat der Schlackhosen an Sex, ey. So, ich hoffe, ich kann mich hier in Ruhe umsehen und nicht, dass jetzt gleich wieder eine Cutscene kommt. Oder dass ich irgendwo reingehe und Lucy hat keine Zeit mehr. So, was gibt's denn hier noch? Hier kann ich irgendwas untersuchen. Was haben wir hier? Alte linke Maustaste gedrückt, alles klar. Die Hexenprozesse von Neuengland. Cool. Museum von Little Hope. $8 hat es gekostet. Wucher. Okay. So, hier ist eine Tür. Und bei Türen ist immer so... da ist dann immer Progress. So. Shroud of Innocence. Perfekte Ablenkung von den Irren hier. Ein Muss für alle, die sich für die im Jahr 1692 stattgefundenen Hexenprozesse von Salem interessieren. A.P. Davis, The Herald, Schleier der Unschuld. Nee. Okay. Noch irgendwas untersuchen? Nee. So, da war auch nichts mehr. Fahrern, kann ich den irgendwie anstupsen oder so? Nee. Oh, ich habe Angst, Freunde. Ich will hier wirklich mich schön umsehen. Da geht's auch nochmal raus. Verdammte Scheißuhr. Ja, kannst du laut sagen. Was haben wir denn hier? Ist das ein Zeugnis oder was? Name Megan Clark. Anwesenheit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anthony, wo zur Hölle bist du? Anthony, wo zum Teufel bist du? Anthony, langsam werde ich echt wütend. Anthony! Das heißt Antonio! Anthony, wehe, du antwortest jetzt nicht! Alter! Da! Ey! Du hast recht mit meiner Familie. Das ist sowas von Lucius. Ich glaube dir. Tanja, was ist los? Das gehört mich ausgesperrt. Es ist arschkalt. Ich lass dich wieder rein, aber verschone Megan. Moment. Ich weiß nicht, ob ich alles gefunden habe, Freunde. Keine Ahnung. Mist! Megan! Wo bist du? Die Küche steht in Brand! Ist nicht dein Ernst, oder? Megan! Wo zur Hölle seid ihr? Anthony! Hilfe! Hilfe!
Was zur Hölle tust du da oben? Ich bin hier oben gefangen. Schnell über den Balkon. Anthony, Hilfe! Ich krieg keine Luft! Megan, was hast du nur getan? Ach du Scheiße, Megan helfen, Tanja helfen. Ich glaube, Megan kommt ganz gut zurecht, habe ich das Gefühl, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Die ist resistent gegen Feuer, keine Ahnung. Oh, sie ist nicht resistent gegen Feuer. Anthony! Oh je! Was soll ich tun? Oh je! Oh je! Nutze das Fenster, kletter am Regenrohr hinunter. Nutze das Fenster! Nutze die Macht! Nutze das Fenster! Schnell! Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich ein Fenster. Jawohl, schön in den Rauch rein wieder, Junge. Alter, dann spring doch da runter und brich dir die Beine oder so, aber... Geh doch nicht da rein zurück, aber warum? Ich meine, ich hab's ja gesagt. Tanja? Tanja, sag doch was! Schön! Ich hab das Spiel hat gerade angefangen. Ich habe schon 2 Leben auf dem Gewissen. Korrigiere 3. Wenn das kein Erfolg war, Freunde. Oh yeah. Na? Was sagst du? Schön. Ja, du musst jetzt eine Entscheidung treffen und alle sind gestorben. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ja, ich hab's gerade schon gesagt. Spiel hat angefangen, 3 Leute sind tot. Ich habe das Gefühl, es spielt gar keine Rolle, was ich... Glaube auch. ...gesagt hätte, aber was auch richtig bescheuert war, ne, dass ich der Tanja sage, geh zurück ins Haus, nimm das Fenster. Oh, so geil. Ich konnte dann entscheiden, ob ich das wirklich mache oder ob ich runterkletterte. Ach so? Ja, nachdem du das gesagt hast. Ich habe aber dann mal deinen Rat befolgt. Ja, sehr gut. Der war nicht gut. Ich bin dann... Nee, dann ist etwas explodiert, ich wurde zurückgeschleudert und dann ist sie irgendwie gestorben. Ja. Aber deine Loyalität weiß ich sehr zu schätzen. Ich muss ja mal hier dieses Intro loben. Die Musik ist so mega nice. Ja. Mhm.
Story by Supermassive Games. Den guten Mann kennen wir schon aus Devil and Me. Den kennen wir aber sowas von, den Penner. Du musst gar nicht so schelmisch grinsen, so. Der Kurator. Nice. Na du? Lacrimosa. Hallo. Hallo. Und willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Na, aber hallo. Oder? Na klar. Macht nichts. Willkommen in meiner Schatzkammer. Ich bin der Kurator, der Hüter all dieser grandiosen Geschichten. Und für Sie habe ich eine ganz besondere. Beunruhigend, nicht? Es gibt sicher keinen Grund zur Sorge. Diese Geschichte ist noch nicht beendet. Sie ist unvollständig und Ihre Entscheidungen vollenden sie. Das Feuer? Nein, das hätten Sie nicht verhindern können. Was passiert ist, ist passiert. Oder nicht? Nun, blicken wir nach vorn, sage ich. Leben ist nur ein wandelndes Schattenbild. Sie betreten jetzt eine verwirrende, vielleicht verstörende Welt. Wie verstörend hängt davon ab, was Sie selbst glauben wollen. Und wie verwirrend von dem Pfad, den Sie wählen. Es gibt unendlich viele Richtungen, die man einschlagen könnte. Oft fehlen uns Informationen, die wir bräuchten. Dennoch müssen wir unseren Weg wählen und hoffen, dass er zur Wahrheit und zum gewünschten Ende führt. Denn Sie bestimmen gemeinsam, wie diese Geschichte endet. Was einer tut, hat oft Folgen für den anderen. Also auch wenn sie zu zweit sind, vollenden sie die Geschichte wie ein Einziger, wenn sie so wollen. Wie im Leben, ihre Entscheidungen zählen. Sie entscheiden, wie die Geschichte endet. Es gibt kein Zurück zum Anfang der Geschichte, doch von hier an liegt das Ende in ihrer Hand. Sie haben gesehen, wie es begann. So. Viele Tote. Wie viele noch sterben, hängt von Ihnen ab. Von den Entscheidungen, die Sie treffen. Schuld. Wie Was? Sind Sie? Rational? Emotional? Trauen Sie Ihrem Kopf oder dem Herzen? Ich handle mal vertikal. Die Antwort ist nicht leicht. Manchmal ist eins besser und manchmal das andere. Mein bescheidener Ratschlag ist, nur dir selbst allein sei treu. Doch, ich bin hier, um aufzuschreiben, was Sie tun, nicht um zu helfen. Ich soll mich nicht einmischen, wissen Sie? Steht mir nicht zu, so scheint es. Doch ich bin offenbar befugt, weise Worte zu zitieren von großen Autoren aus alter Zeit, wenn ich denke, es wäre angebracht. Oh, eine letzte Sache, bevor ich sie gehen lasse. Es gibt Bilder in Little Hope. Finden Sie sie, zeigen Sie ihnen eine mögliche Zukunft. Hübsch. Eine, die vielleicht oder nicht eintrifft. Nutzen Sie sie. Es könnte helfen. Eine Beerdigung steht bevor. Gehen Sie. Viel Spaß. Haben schon bei Devil and Me nicht geholfen. Ja, das stimmt. Ich mag schöne Beerdigungen. Weil wir nie die richtigen hatten. Ja.
Gut, das war aber auch ein bisschen verbuggt, ne? Kann natürlich auch sein. Ja, gut, das stimmt, das stimmt. Dass das irgendwie auch damit zusammenhängt. Das war sehr schade mit dem Korb, dass der verbuggt war. Hat er nicht bei dir gerade gesagt, hey, wir kennen uns noch nicht? Ja. Es ist schade, weil eigentlich, wenn man ein anderes Stuck Pictures gespielt hat, sollte der eigentlich sagen, ey, wir kennen uns doch. Niemand von den heute hier Anwesenden kennt die Ursache für diesen tragischen Unfall. Doch es ist tröstlich zu wissen, dass diese Familie nun zusammenruht. Für immer. Sie sind nun alle bei Gott. Die liegen da alle drin, oder was? Ja, alle in einem. Ich meine, eingeäschert waren sie ja schon. Ja, stimmt. Nur noch zusammenkratzen. Sparen geht uns alle an. Mhm.